Im Norden Schottlands steht ein unheimliches Schloss. Ein Mörder geht um. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Ein neuer Film von Alfred Vohrer, Das indische Tuch. Ja, meine Herrschaften, so viel steht fest. Hier ist ein Mord begangen worden, und zwar auf eine ganz scheußliche Art und Weise. Wo ist das Testament? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sie wissen es und werden es mir sagen. Jeder kämpft gegen jeden. Mr. Tanner! Ja, hier! Hier ist Harris! Schnauze, Sir! Verzeihung. Ich werde wachsam sein. Ich werde für dich kämpfen. Das indische Tuch. Ein erregender Kriminalfilm nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Edgar Wallace. Wer ist der Mörder mit der unheimlichen Waffe? Woher haben Sie denn das Tuch? Hilfe! Hallo! Ich bin ein freier amerikanischer Bürger. Wer mich anrührt, wird's bereuen. Ich hasse dich. Ich habe dich immer gehasst, vom ersten Tag an. Ist das der Täter? Auf der Suche nach einem neuen Opfer. Sagte vorhin nicht, der Täter kann nicht normal sein? Mörder! Mörder! Sieht so ein Mörder aus? Oder packt ihn die Todesangst? Ich weiß nichts. Ich habe nichts gesehen. Nur Dampf. Nur Dampf. Wem von den Herrschaften gehört dieses Kästchen, bitte? Ich scheine Ihren Mann nicht sehr zu schätzen. Sind Sie Gedankenleser? Nein, aber ich habe ganz gute Ohren. Ja, es war ein bisschen laut, nicht wahr? Es tut mir leid. Ich muss dir sehr wehtun, mein Liebling. Dieser Mr. Tanner ist ein Verbrecher. Und Ayla ist seine Komplizin. Wer sagt mir denn, dass das Testament nicht eine Klausel enthält, die Sie zum Universalerben macht, wenn von uns keiner mehr am Leben ist? Wenn Sie uns alle umgebracht haben. Halt! Stehen bleiben oder ich schieße. Ihr Schweine! Vier Erben sind noch am Leben. Einer davon ist der Mörder, das steht fest. Und der wird natürlich versuchen, jetzt auch noch die anderen drei zu... Jeder fürchtet das indische Tuch. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Die überraschende Aufklärung bringt Ihnen diese Brieftaube. Kurs Nord-Nordwest. In Kürze in Ihr Theater.